Captain, ich habe die Plünderer gefunden, die unsere Trupps angreifen. Genau da, wo sie gesagt haben. Corporal St. John, gut. Brauchen Sie Hilfe? Sie sehen ziemlich fertig aus. Ich schaff das schon. Er hat sie erwischt! Also ihr dachtet, ihr braucht ein Camp und die Miliz sorgt für Vorräte, hä? Deckung suchen! So, waren das jetzt alle? Okay, ja, das war's. Lol, selten so schnell ein Camp ausgeräumt. Das ist dann wieder ein bisschen... Naja, wenn man jetzt das entscheiden könnte, wie so ein Spiel läuft und es wäre jetzt irgendwie nicht super mega ein krasser Mehraufwand. Corporal St. John und Diamond Lake, kommen. Wäre es halt geil, wenn man nicht ultra viel looten müsste jetzt. Captain, die Plünderer an unserer Südgrenze, die wurden neutralisiert. Sie sagten unserer. Sir? Sie waren lange Zeit Drifter, St. John. Manchmal dauert es ein bisschen, bis ein neuer Rekrut sich als Teil einer größeren Kraft begreift. Ich wusste nicht, ob Sie das schaffen. Hey, dann bin ich jetzt wohl in der Armee. Ja, das sind Sie. Bin ich erleichtert? Ja, Sir. St. John, Ende. Jetzt wieder ein bisschen auffüllen hier. Sexy, was? Was? Oha, das war sexy. Ich hab dir gesehen, wie viele Rohrbomben wir auf einmal herstellen konnten. Jetzt gucken wir mal Fallen hier. Fernlenkbomben. Mit dem müssen wir uns auch mal auseinandersetzen. Allerdings jetzt nicht, ohne dass da irgendwie bei Damage passiert, weil dafür gibt es zu wenig Loot. Gefällt mir im Übrigen auch ganz geil, dass man halt immer mal wieder gucken muss, wo man an den Loot rankommt. Ne? Dass das nicht so ultra selbstverständlich ist. Und ich schätze damit hallo und herzlich willkommen zur 83. Folge vom großen Days Gone Let's Play. Wir machen uns direkt wieder auf den Weg zur nächsten Mission. Wir haben ja eben kurz noch ein Plünderer-Camp ausgerichtet. Einfach nur, damit wir unserem Grundsatz treu werden. Und aus dem Plünderer-Camp wird ein Hinterhalt-Camp. Wow, ich bin so aufgeregt. Also wirklich, ich freue mich so sehr darauf. 1,9 Kilometer, irgendwas in der Nähe. Ja, zack, dahin, Schnellreise, la yalla. Wie du jetzt einfach nur noch abschlachtest, ja. Also ja. Also auch wirklich ehrlich, auch ein bisschen genervt. Dass mein Bike noch heile ist. Stört mich einfach. Das ist doch dumm, Bruder. Lass mich doch okay, mich bewegen in der Luft. Corporal St. John, kommen Sie zum Diamond Lake Außenposten. Quatsch mich nicht voll. Captain. Ja, Sir. Mach hier wichtige Arbeit. Ich seh schon den Rauch. Der Party Peoples. Mit dem wir uns jetzt anlegen. Wir sind wieder nach Wählen. Cool, wie hier vorhin noch kein einziger Mensch gelebt hat. Du hast auf keinen von ihnen lebend entkommen lassen. Reißer, Gewaltiger und Mörder. Ich hab das Gefühl, das passiert auch nicht, dass da irgendwer von überlebt. Platas Oblomos. Was auch immer das nochmal heißt. Das hat Pablo Escobar mal gesagt. Oh, wirklich? Dafür muss ich jetzt eine Granate bringen, eine Rohrbombe opfern? Bada bing, bada boom. Also aus wie Eminem auch. Wir fallen gerne in den Rücken, stimmt's? Wie gefällt euch das? Lauf ruhig, wenn du es nachher. Junge, meine Waffen sind richtig brauchbar jetzt. Hallo! Ich bin weg! Ja, tötet sie! Bring den Scheißkerl um! Ich bring mich selber um, wenn ich hier so weitermache. Und wo kommen noch Schüsse? Schlaf gut.
5, 19 Leute leben in dem Camp, das ist richtig viel. Oh gut, was der Bree dabei hat. Irgendwie in Steinern gehört. Ich finde auch immer gut, wenn die relativ nah beieinander verrecken, dann ist das Loot nicht so nervig. Und jetzt leben nur noch zwei, jetzt kann eh nichts mehr passieren eigentlich. Siehst du, hier liegen auch vier schön pariert. Hauptsache, wir haben am Ende die Taschen voll. Das ist eigentlich das Wichtigste dabei. Entschuldigung? Ja. Eine Traktorbombe. Molotovs. Sehr gut. Einem so ein bisschen was herstellen, immer wenn es gerade möglich ist, und dann das Inventar wieder auffrischen. Oben liegt auch ein Bruder. Kurz einmal die Waffen nachladen, dann lohnt sich auch die Munition neu zu machen. Alle Waffen nachladen. Dann nehmen wir auch noch dafür kurz ein neues Magazin. Ach komm. Hätte es mir doch wohl geben können, dass er da runterspringt. Jetzt sind hier noch irgendwo Hyopies. Aber ich bin nicht so richtig sicher, wo. Dann gehen wir erstmal wieder nach vorne und looten die, die wir schon weggenascht haben, I assume. Wie zum Beispiel den Mann hier. Haben wir schon, sehr gut. Molotow-Cocktail gefunden, auch geil. Da hinten ist noch einer, süß, moin. Einfach komplett nicht mitbekommen, dass alle anderen tot sind. Gutes Sounddesign ändert sich, wenn man in so eine Hütte reingeht mit einem Wellblechdach. Rückzug gibt mir Deckung. Schlechte Nachrichten für dich. Ist keiner mehr. Sorry. Rohrbomben-Inventar, voll wie ärgerlich. Kerosin. Napalm-Molotow hergestellt. Weiß nicht, suchen wir hier eigentlich auch wohl wieder gleich nach einem Bunker? Boah, coole Optik. Ist ein bisschen so, wenn du zu früh morgens durch St. Denis in Red Dead Redemption rennst. Und Umgebung. Dann sieht's ganz ähnlich aus. Hier bist du. Und wo bist du? Hallo? Wo rennst du hin? Wo bist du? Was das? Mehr habt ihr nicht drauf? Ja. Mehr habt ihr nicht das drauf? Das dachte ich mir. Das nächste Mal, wenn ihr jemanden überfallen wollt, dann passt auf, wen ihr euch aussucht. Und direkt die Bunkertür daneben. Ein Bunker. So stelle ich mir das vor. Ich muss ihn nur finden. Runter in den Bunker. Ein Bunker, ja. Ja. Ist ja, das ist er. Ganz schön tief. Hallo. Tiefer als sonst. Das Gefühl. Und cooler als sonst. Was ist das? Eine Karte? Notizen? Alles klar. Hinterhaltcamp abgeschlossen. Was haben wir denn hier? Wie baue ich eine? Okay. Was bauen? Was? Haben wir ein Rezept für eine neue Waffe? Bombe? Was auch immer? I assume that's it, right? Waffenschrank, dann könnte man da noch ein Schlürfchen machen. Machen wir aber nicht. Dafür haben wir keine Zeit. Wir gehen direkt gucken in der Story, was wir als nächstes machen. Hallo, ins Journal. Und da würde dann Schutz für die Schwachen anfallen. Kehre zum Diamond Lake Camp zurück, um mit Cool zu gehen. Der Klassiker. Das machen wir ganz, ganz selten. Das passiert quasi nie.
Lol, 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 just kidding, just kidding, just kidding. Happens all the fucking time. Wir sammeln auf jeden Fall von diesen Blumen auch viele ein, weil wir keine Angst davor haben. Wenn ich ein Benzinfass sehe, sage ich mir schnell selber Bescheid. Habe ich euch nicht von gelootet einmal schon? Aber ich nehme auch gerne den Doppelloot mit. Über Doppelloot hat sich wie noch nie jemand beschwert. Ich hoffe, dass wir noch genug Sprit haben, um wieder zurückzukommen. Hast du Loot dabei? Du wurdest schon gelootet. Aber jetzt kannst du wenigstens in Frieden resten. Hier ist auch absolut zerrissen. Was sagt Benzin? Ein bisschen haben wir noch, ne? Wie weit kommen wir damit? Ah, bis hierhin glaube ich nicht. Geil. Junge, unser neuer Riesentank einfach. So riesig und saftig voll und am Glucksen. Toll. Rein. Mit unserem Baby im Tank. Vielleicht hat es damit zu tun, dass wir ein Baby im Tank haben. Er gehört zu uns. Lass ihn rein. Erstmal einen coolen Drift machen, sobald man zu Hause ankommt. Don Pedro. Gib mir noch einen Auftrag. Wir rasieren die alle weg jetzt. Ich habe eine dringende Aufgabe für Sie. Das war irgendwie klar, als ich mich melden sollte. Sir. Eine unserer Patrouillen wurde ausgelöscht. Eine andere Patrouille sollte sie suchen. Sie fanden alle bis auf eine Person. Private Gomez. Ja, lebt sie noch? Ich weiß es nicht. Der Ort des Geschehens ist voller Spuren. Ich brauche jemanden mit ihren Fähigkeiten, um diese Spuren zu untersuchen. Ah, ja, okay. Right. Ich tue, was ich kann. Ich wusste, auf sie ist Verlass, St. John. Wegtreten. Absolute Easiness. Dann direkt wieder hier runterschallern. Junge, wir sind nur unterwegs. Es ist gottlos. Bis hierhin kommen wir, wenn wir getankt haben. Corporal Deaton St. John. Schön. Schön, dich zu sehen. Ja, hey, Quatsch, Sergeant. Bin ich voll. Ich bring's gleich in Ordnung. Danke dir. Dann nehmen wir den Quick Move. Quick Muff. Ja, den können wir, den nehmen wir den Job. Und dann reisen wir hier rüber schnell. In den letzten 2-3 Frames, bevor wir aus dem Menü rausgehen, sieht man übrigens auch immer ganz kurz, wie das aussieht auf der PlayStation, wie das ausgesehen hat, die Menüführung. Das ist nicht so wie eine Liste, sondern so quadratisch angeordnet. Was ist denn hier für ein Camp? Mit dem kriegen wir es aber auch noch zu tun, glaube ich. Naja, wahrscheinlich haben wir es eher früher als später mit dem hier zu tun. Wobei wir hier schon waren, sehe ich gerade. Weil wir schon im Bunker waren. Da fahren wir jetzt rein. Nee, das ist ja gar nicht sketchy. Da kann ich mich auch richtig gut dran erinnern, dass wir hier schon mal waren. The fuck? So, Spurensuche, weil das so viel Spaß macht, weil das so geil ist in diesem Spiel. Da fangen wir mit diesem Bike an. Milizbike. Gomez. Das muss ihres sein. Okay, Spuren, Frauengröße. Könnten ihres sein. Mehr Blut. Oh Gott. Hoffentlich nicht von ihr. Frische Blutflecken. Wird hier auch von hinten angeschossen? Nee, von ihm da oben. Dich kümmere ich mich gleich separat. Rückzug, ich brauch Deckungsfeuer! Rückzug, ich brauch Deckungsfeuer! Jetzt schielt er oben drauf. Dann gehen wir wohl doch mal kurz in den Store hier rein. Du looten tut guten. Ein Airbag gefunden mal wieder, auch immer wichtig.
Ich hatte das Gefühl, das wäre andersrum gelaufen gerade. Aber hier steht nur einer. Hallo? Gute, ja, guter Einwand von allen Beteiligten. Deckung suchen. Da hätten wir durch reingekonnt. Das wäre sneakier gewesen. Hier läuft wieder eine Verstrahlte rum, wie gerade eben. Die nicht mitbekommen hat, dass sie hier im Kampf ist. At this point macht allerdings auch nur ergeben Sinn. Weil wenn du jetzt den Typen hier umlegst, ja, hast du trotzdem alle anderen verloren. Bist trotzdem allein, ist auch scheiße. Aber das Gefühl, dass wir hier auch tatsächlich schon drin waren und uns noch Gedanken drüber gemacht haben, wie man heftig hier bald wiederkommen wird. Mit einem gefüllten Camp. Ich kann noch nicht so richtig heraus, weil hier noch irgendwann noch rumturnt, I assume. Ich glaube, ich habe jemanden gesehen. Hier bist du. Nicht jetzt, nicht jetzt. Was denn? Wir haben noch Zeit. Genau. Alles klar. Hallo? Ich sehe dich. Okay, es wird nicht durch Holz geschossen. Das ist nicht drin. Da gibt's halt so einen von Latz. Sie sind alle tot. Wo bist du, Gomez? Ach, hier liegt. Wir suchen ja jemanden. True. Naja, wenigstens haben sie sich wieder alle bereit erklärt, relativ nah beieinander sich voneinander zu verabschieden. Warum schickt mich die Minimap denn jetzt wohl hier runter? Die ganzen Inventare, alles voll. Auch ein bisschen ärgerlich, um ehrlich zu sein. Ich habe keinen Schrott. Huh. Das ist fucked up. Wieso haben die Leute keinen Schrott dabei? Großen Inventar voll, alles ist voll. Alles ist voll. Du bist doch nicht Gomez. Okay. Geh mal hier rein, I assume. Ist das wieder so eine Nummer hier? Wir rennen einfach mal nach oben. Einziger Ort, wo wir noch nicht waren, und hoffen, dass wir da irgendwas finden, was uns Informationen darüber gibt. Was als nächstes passieren soll. Könnte ja theoretisch da oben gefangen sein. Sort of hope at least. Oh, Schrotti Schrott, sehr gut. Gomez, bist du hier? Hier drin! St. John! Hey! Direkt. Ich bin hier drin! Na los, Kumpel, hier! Sie weiß direkt, St. John! St. John, ich bin hier drin! Wo bist du? Moment! Wie fröhlich sie einfach ist! St. John, hi, ich bin hier! Leben zu sehen. St. John, hi. Dass mich deine hässliche Visage mal freut! Hey, ist überhaupt noch Blut in deinem knochigen Arsch? Du musst es ja unbedingt alles damit vollschmieren. War nicht alles meins. Okay, kannst du laufen? Dein Bike steht zwar da vorne, sieht aber aus wie ein Haufen Scheiße. Wobei, das war ja schon vorher so. Dich würde ich immer noch locker abhängen. Na klar. Hey, synchronisiert. St. John. Danke. Na los, verschwinde von hier. Piss dich, Alte. Mission abgeschlossen. Folge abgeschlossen. Vielen Dank fürs Zugucken, Freunde. Wir sehen uns morgen wieder. Kuss, kuss, kuss.